Und schön, dass ihr am Start seid hier von der Reeperbahn in Hamburg. Wir machen Five Guys Test. Hier vorne direkt. Kleiner Special mit Kamera, VS ohne. Also ich will das öfter mal einführen, direkt aneinander stellen. So, und deshalb gehe ich rein, hole erstmal mit Kamera, gucke auch, was für einen Burger ich haben will. Und dann habe ich hier eben gerade schon Jungs getroffen, die holen mir dann einen Undercover-Burger raus. So werden wir es machen. Wir haben direkt, bevor das Video startet, schon Undercover-Agenten am Start. Das ist gut, weil sonst dauert das immer 100 Jahre, bis ihr am Start habt. Ich habe denen ja schon gesagt, ich hole jetzt erstmal meinen Burger raus und dann gucken wir, wie der Undercover-Burger ist. Okay, alles klar. Okay, danke, Brudi. Gerne. Vielen, vielen Dank. Kuss. Auf der Reeperbahn. Da ist Fivey. Oh, schön leer. Sehr geil. Hier auch noch. Hier, die haben echt viele Plätze. Also die haben wirklich Premium-Platz hier auf der Reeperbahn. Also ich finde dieses Prinzip sehr geil. Es ist nur maximal peinlich, wenn der jetzt wirklich geil wird, wenn ich reingehe. Wir gucken ja uns das auch an. Ne? Also direkt auch Optik wird der gute Film hier meinen Cutter direkt aneinander stellen. Und dann gucken wir natürlich, wie das optisch und so ist. Und wenn er dann abkackt ohne Kamera, das wäre echt maximal peinlich. So, ich habe auch die Genehmigung bekommen. Ich kann hier ein, zwei Aufnahmen aufnehmen, damit ihr natürlich auch von innen wieder alles seht. Das ist sehr schön mal wieder. Das Video startet gut. Hier sind wir bei Five Guys. Ich mag die Optik hier, sage ich euch wirklich, ich mag die Optik. Dieses amerikanische Feeling, sehr schön. Oh, da hängen noch schöne Sprüche an der Wand. The Gourmet Burger Tribe, Posh Patty Preference, sums you up, Alter. Also jetzt hier nicht lang schnacken, naja, das ist auch geil. Da vorne, was sind das? Sind das die Kartoffeln, oder? Kartoffeln? In Erdnussöl wird gebraten. Gute alternative Klugscheißer-Heule mal wieder am Start. Wenn ich jetzt nicht Fake News verbreite, lange ist es her, dass ich es gelesen habe. Ich glaube, die Transfettsäuren, da bilden sich kaum welche, wenig, weniger bis gar keine im Vergleich zu normalem Fett. Das schmeckt uns. So, mein Lieber, dann werde ich mal direkt bestellen. Also ich habe hier schon mal unseren Kollegen am Start, der uns auch die Genehmigung gegeben hat. Moin. Ich will heute euren besten Burger sehen. Ja, so, ja, also so, dass ihr alles gibt, was ihr könnt. Mein Favorite, Geheimtipp sozusagen, ist der Grilled Cheese. Ach, Sandwiches habt ihr auch. Komme ich nochmal wieder gleich und dann nehme ich das nochmal extra. Okay. Ich nehme erstmal einen normalen Burger. Manche haben gesagt, es ist sehr teuer hier. Was würdest du dazu sagen? Grundsätzlich haben wir ein bisschen höhere Preise, allerdings haben wir ja auch alles frisch. Also wir haben ja keine Tiefkühlketten hier. Ja. Und sogar das Fleisch ohne Zusatzstoff, ohne irgendwas. Das ist wirklich einfach Fleisch, höchstens ein bisschen Gewürze drin. Weiß ich nicht mal, ob das. Nee, und, gar nicht. Auch nicht, ne? Also da muss ich euch auch sagen, also im Vergleich zu McDonald's etc., das ist wirklich kein Vergleich. Die haben das Fleisch, die smashen das hier frisch. Das ist wirklich ein meilenweiter Unterschied. Oh, ich halte jetzt schon wieder die Stange auf. Dann nehme ich mal eben schnell, ich nehme einfach einen Cheeseburger, Gewürzgurken nehme ich raus, Ketchup, Mayo. Ich glaube, ich nehme Senf auch noch. Und ich nehme gegrillte Zwiebeln. Und ich nehme Jalapenos. Können scharf sein, ne? Das macht nichts. Brennt zweimal dann. Oder nehme ich auch noch ein Sandwich? Ich nehme auch noch ein Sandwich. Du hast mich überredet. Ich nehme ein Grilled Cheese Sandwich. Machen wir heute noch eine Runde extra. Und was willst du da drauf haben? Dann nehme ich genau das gleiche einfach. Da wird dann gesmashed hier. Ich sag immer so, es ist so ein Mittelding zwischen wirklich Smash ganz flach und so einem normalen Patty. Alles wirklich ganz flach gedrückt. Das muss man dazu sagen. Das ist eine andere Nummer als McDonald's. Also du kannst das nicht vergleichen. Also klar, es ist immer noch auf Fast Food getrimmt, aber wenn du es vergleichst mit einem normalen Burgerladen, der nur einen Laden hat oder so, die haben teilweise auch gekochte Patties. Diese Martin's Potato Buns. Die haben gekauften Käse, die haben Ketchup drauf, die kaufen ihr Gurken. Ist nichts anderes. Man muss es einfach sagen, da haben die wahrscheinlich, wenn ich jetzt höre, sogar manchmal Biofleisch, teilweise sogar ein besseres Produkt von der Qualität. Super, vielen Dank. Danke dir. So, Dankeschön. Wollen wir mal gucken, hier haben wir einigermaßen unsere Ruhe. Ich liebe auch diese Verpackung mit der Alu. Ich habe es mal in meinem ersten Five Guys Videos gesagt, was anderthalb Jahre her ist oder zwei Jahre schon. Ich muss mal nochmal nachgucken. Das erinnert mich so an amerikanische Filme. Undercover-Agent im Auto, so wie ich heute undercover gleich unterwegs. Kollege kommt dazu, Burger in die Hand, Nacht überbrücken und das kommt dann auch immer in so ein Ding. Guckt euch mal diese Sapschigkeit an, also. Ich bin schon Five Guys Fan, muss ich euch sagen. Für die Fastfood-Dinger ist er stark. Wo ich kein Fan von bin, ist deren Inkonstant. Die sind nicht konstant. Ich war fünfmal da, außerhalb von meinem Video, insgesamt fünfmal. Einmal ultra stark, einmal komplett Katastrophe und zweimal so dazwischen. Also das geht halt gar nicht.
Intensive Süße, verträgliche Schärfe, aber geile Schärfe. Gurken kommen durch. Fleisch habe ich schon besser gehabt. Im Geschmack einfach vom Biss, um das zu erklären. Jetzt habe ich gerade so in Richtung Whopper das Fleisch durchgebraten. Nicht so saftig, nicht so weich im Biss, wie ich schon mal hatte. Oha, der Käse knallt runter. Das ist wirklich einfach auch stark, das sind die Buns. Die sind wirklich so richtig sapschig. Die fühlst du im Mund, die haben leichte Süße, die sind nicht zu präsent, die sind einfach gut abgestimmt. Erstmal zum Sandwich nochmal. Also meiner Meinung nach, der Unterschied ist einfach, die grillen das Ding andersrum. Weiß nicht, wo sonst der Unterschied sein soll, sonst sieht mir das haargenau gleich aus. Halt diese Kategorie, ob der Burger, ob das Sandwich, wie sagte ich letztens so schön, oder ein Kollege, diese ekligen Dinger. Aber so positiven ekligen, diese einfach ultra Fastfood-Teile. Schärfe ist da, ja, ich krieg Schuck auf. Scheiße, Mann. Also der erste Gedanke war, Mann, ist das lame. Jetzt verkaufen die ein Sandwich, machen einfach nur, da drehen das Ding um. Aber es ist in der Tat ein komplett anderes Feeling. Du hast dieses Toast-Feeling. Von zu Hause Toast oder Sandwich-Toast zum Zusammenklappen, wie man es ja auch manchmal macht mit diesen Geräten. Durch diese Geschichte verändert sich alles. Du hast 100% einen Sandwich-Charakter. Sogar der Käse kommt anders rüber in dieser Zusammenstellung. Ich glaube, hier ist auch mehr. Meine Theorie, eben ist ja was rausgefallen. Das heißt Theorie, ich tue voll jetzt, als wäre ich Einstein. Aber wir haben ja alle gesehen, eben ist es rausgefallen. Aber nichtsdestotrotz schmeckt der Käse ganz anders, intensiver. Mehr Sandwich-mäßig. In der Tat, mit Augen zu, Sandwich, das anderen Burger. 100%. Bewertung sehen wir zum Schluss. Das kommen wir gleich undercover wieder. Mal gucken. Das snacken wir nachher hier noch. Tun wir ein Zütchen. Scheiße, meine Hände sind eingesaut. Überraschend. Überraschend, ja. Jetzt kommen uns Undercover-Jungs. Geht eigentlich jetzt ruckzuck. Ihr seht uns eigentlich gleich direkt schon wieder mit dem Undercover-Produkt. Also Sandwich, positiv überrascht. Ich dachte echt lame am Anfang. Jetzt kommen die Jungs an den Start. Okay, also wir haben jetzt unsere zwei Retter. Ich habe eben schon gesagt, es dauert sonst 100 Jahre immer, bis ich hier jemand anspreche und der am Start ist. Spricht auch keiner mehr Deutsch irgendwie, habe ich gemerkt, so von den Leuten. Genau, ich sage euch eben kurz nur, wie ich den Burger haben will und dann könnt ihr eigentlich rausholen direkt, ja? Okay, okay, perfekt. So, da sind wir. Hier snacken wir. Wundert euch nicht, das ist das Auto von meiner Freundin. Meins kriegt gerade die Felgen gemacht. Ich schwöre euch, war die letzte dabei, wo ich meine Felgen kaputt gemacht habe? Ach, so eine Scheiße, ey. Ach, zwei hat er sogar geholt. Ah, Scheiße, hat er gar nicht gecheckt. Aber egal, macht nichts. Er hat auch das Cheese-Sandwich nochmal geholt, aber das muss eigentlich gar nicht. Bun ist fluffiger, merke ich direkt, ohne jetzt positiv oder das negativ zu sagen. Nicht die Süße kommt rein, wie beim ersten Mal. Wird wahrscheinlich daran liegen, würde jetzt auch nicht als gut oder schlecht abstempeln. Denke, die Zwiebeln werden das gewesen sein, was süß war unter Umständen. Wird einfach besser verteilt gewesen sein, beim Burger eben. Salat kann ich mich auch nicht erinnern, das ist auch nicht so wichtig. Käsiger, Käse ist nicht rausgefallen, schien wohl wirklich daran zu liegen. Fleisch etwas weniger Intensität. Noch deutlich weniger gesmashed. Das hat hier auch nichts mehr mit einem Smashburger zu tun. Eben auch schon Grenze beim anderen. Biss vom Fleisch ist einfach nicht gut bei dem hier. Ist ein Burger, den du isst und dir denkst, oh, gewöhnungsbedürftig. War eben besser. War eben safe besser. Wenn wir schon hier haben, das Sandwich auch noch eben schnell. Auch hier. Das Bun-Sandwich, Toast, wie auch immer man es nennen mag, ist etwas dicker. Als hätten sie klar für beide Produkte jetzt hier eine andere, ich wollte jetzt gerade Garzeit sagen, machen sie auf dem Grill. Auf jeden Fall eine andere Zeit auf dem Grill gewählt, andere Hitze, ich weiß es nicht. Ist auch leicht schwächer. So hätte ich auch eben beim Burger gesagt, auch das Bun leicht schwächer gewesen. Jetzt kann sich jeder die Variante aussuchen, die er wählt für diese Verschlechterung. Jetzt
jetzt zum Beispiel beim Bann. Variante 1, Rolle mit Kamera. Achtet auf die Sekunde, dass das alles hier richtig vonstatten geht. Variante 2, Undercover. Keiner sagt was, es kommt irgendwie. Variante 1 ist, das eben auf Undercover und nicht Undercover zu schieben. Und Variante 2 wäre, es war einfach verdammt auch mal Zufall. So, keine Ahnung. Es gibt etliche Szenarien, die man sich jetzt ausmalen kann, will ich damit sagen, die nicht damit zusammenhängen, dass es mit Kamera oder ohne war. Und da kann ich auch nur spekulieren. Sucht euch eure Meinung aus und haut sie in die Kommentare. Haut sie in die Kommentare, was ihr dazu einfach sagt. Genau, ich denke ja jetzt auch nicht richtig nach, ich bin mitten im Video. Ich könnte mir jetzt auch irgendwie eine Stunde hinsetzen und eine Meinung überlegen, aber kein Bock. Zur Bewertung. Runde 1 mit Kamera würde ich eine 8,1 Punkte geben. Das ist egal, ob Kette oder nicht, es ist ein starker Burger. Sandwich hätte ich auch 8 Punkte gegeben. Ist ein gutes Ding, ist wirklich ein gutes Ding. Zum Undercover. Burger kannst du eigentlich nicht mehr als 7 geben, weil dieses Mundgefühl und generell das Patty, wie es gesmashed wurde, wie es im Burger präsentiert wurde, wie es, boah, wie soll ich das sagen, so eine Scheiße, ist auch eigentlich kackegal. Wie ich das Fleisch vorgefunden habe, das hört sich an, wie als wäre ich Astrologe. Nee, ach, egal. Wie sie mir das Fleisch angeboten haben. So wie sich mir das Fleisch angeboten haben. Ach, egal, scheiß auf ihn, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ey! Von der Dicke einfach unprofessionell gemacht. Aber zum Schluss muss man trotzdem noch auf den Gesamtgeschmack gehen. Und der war trotzdem absolut noch völlig verwertbar. Also eine 7 von 10 hätte ich gegeben bei dem Burger. Und beim Sandwich in dem Fall sogar ein bisschen besser 7,2. 7,2, oh, da hätte ich sogar eine 7,4 gegeben. Trotzdem noch. 7,4 war in dem Fall stärker. Aber immer noch nicht so gut wie mit Kamera. Wir sind am Ende des Videos. Hab mich diesmal vielleicht nicht so gewählt, perfekt ausgedrückt, aber das muss auch nicht immer sein. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben knallen und einen Kommentar da. Wie gesagt, auch zu der einen Sache, würde mich sehr interessieren. Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.